12. Klasse, 11. Klasse, 10. Klasse, 9. Klasse, 8. Klasse, 7. Klasse, 6. Klasse, 5. Klasse. Die verschiedenen Jahrgangsstufen haben verschiedene Farben, damit sie bei ihrer eigenen Jahrgangsstufe bleiben und Abstand von den anderen Jahrgangsstufen halten. Aber nur eine Farbe geht. Wenn man wissen will, wie viele Meter man von einer Person entfernt sein soll, kann man einen Zollstock nehmen. Darauf steht nämlich, wie viele Meter man von einer Person entfernt ist. Am besten ist es, von einer Person 1,5 Meter Abstand zu halten oder sogar 2 Meter. Wenn man aber gerade keinen Zollstock als Hilfsmittel hat, könnte man auch zum Beispiel einen Daumenrego nehmen. Wer richtig gründlich seine Hände waschen möchte, sollte möglichst dabei zweimal Happy Birthday singen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Klaus, und Happy Birthday to you. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Klaus, und Happy Birthday to you. Und wer noch weiter singen möchte, kann das gerne tun. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Wenn man in die Schule reinkommt, sollte man sich desinfizieren. Aber da das Desinfektionsmittel manchmal nicht so gut riecht, kann man zum Beispiel eine Klammer mitnehmen, damit es nicht mehr so komisch riecht. Vom 19. Oktober bis zum 31. Oktober muss man im Unterricht und in der Ganztagsbetreuung Masken tragen, um seinen Sitznachbarn zu schützen. Im Klassenzimmer darf man weder essen noch trinken. Wenn man was essen oder trinken will, muss man draußen auf dem Schulhof gehen und 1,5 Meter Abstand halten von dem Jungen bzw. von dem Mädchen, der neben einem sitzt. Überall, ob auf dem Pausenhof, auf dem Laufweg oder in der Mensa, muss man Masken tragen. Wenn man in der Mensa etwas essen will, muss man von seinem Sitznachbarn 1,5 Meter Abstand halten. Erst dann darf man die Maske abnehmen und anfangen zu essen. Prüfungen oder Vorträgen, wenn man 1,5 Meter Abstand hält, braucht man keine Maske. Im Sportunterricht sowieso nicht. Ab dem 31.10. gilt: Außerhalb des Klassen- oder Fahrraums muss man eine Maske tragen. Wenn man aber auf dem Pausenhof ist und unter seinen Leuten, muss man keine Maske tragen. Wenn man im Klassen- oder Fachraum ist, muss man auch keine Maske tragen, kann man aber eine tragen. Und wenn man sehr viel Spaß daran hat, eine Maske zu tragen, kann man das auch noch ein bisschen steigern. Querlüften ist besonders wichtig. Und wenn einem dabei zu kalt wird, muss man sich verkleiden wie eine Zwiebel. Jede Jahrgangsstufe hat ihren eigenen Pausenbereich. Meistens sind die Pausenbereiche durch Linien, wie hier diese auf dem Boden, abgetrennt. Und man sollte nicht von diesem Pausenbereich weggehen. Und man kommt da auch nicht hin. Und man kommt da auch wirklich nicht durch.
Die Klasse muss erst auf die Lehrerente warten, damit sie in den nächsten Klassenraum gehen darf. Denn ohne die Lehrerente darf die Klasse nicht in einen Klassenraum gehen. Aber wenn die Lehrerente da ist, dürfen sie in den Klassenraum gehen und müssen dabei geschlossen und im Entenmarsch ihr folgen. Man muss immer diesen Fallen folgen.